Was geht up to date? Du bist hier genau richtig, denn heute sprechen wir über das Äußere. Ist das Äußere wichtig? Ist das Aussehen wichtig? Die kurze Antwort ist ja. Ist Schönheit wichtig? Nein. Wichtiger ist einfach nur, wie dein Äußeres wirkt auf andere. Das heißt zum Beispiel, bist du gepflegt? Das ist sehr entscheidend. Denn wenn du dich selber nicht pflegst, wenn die Leute dich ansehen und denken, okay, der kümmert sich nicht um sich selbst, vielleicht ist er sich selbst nicht so wichtig, warum sollte er denn mir wichtig sein? Das ist ganz entscheidend. Natürlich kann auch Schönheit helfen. Es hilft, wenn man ein symmetrisches Gesicht hat, wenn man groß ist und so weiter. Jedoch ist das nur für den initialen ersten Kontakt, wenn man eben nun mal noch nicht gesprochen hat mit der Frau zum Beispiel, die sieht dich und dann ist eben die äußere Erscheinung eben so das Erste, was anzieht. Darüber hinaus, wenn du dich dauerhaft pflegst, ja, wenn du einfach weißt, okay, die und die Frisur ist zum Beispiel modisch oder prinzipiell ist gepflegt, da hängen nicht Fransen raus. Wenn du dich vernünftig kleidest, die Schuhe immer putzt, die Schuhe bleiben sauber, ganz wichtig. Du kleidest dich einfach adrett und machst auch den Eindruck, hey, der trägt nicht nur Klamotten, weil es sonst draußen zu kalt ist oder weil er sonst Erregung öffentlichen Ärgernisses provoziert, weil er nackt rumläuft, sondern eben auch, um damit etwas auszudrücken. Dann heißt das, dann bringt das den Frauen gegenüber rüber, hey, der Typ, der kümmert sich auch um sich selbst, der ist einfach auf sein Äußeres bewusst und wenn ich mich mit ihm treffe, dann sollte ich das ungefähr matchen. Also das ist ganz entscheidend. Das heißt aber auch für dich, die Sachen, die du nicht ändern kannst, die Gesichtsform, so wie dein Gesicht aussieht, deine Körpergröße, andere körperliche Beeinträchtigungen, da brauchst du dich nicht drüber zu grämen. Reg dich nicht drüber auf über die Sachen, die du nicht ändern kannst, sondern arbeite an den Dingen, die du ändern kannst. Viele Sachen, die uns selber an uns nicht gefallen, sind gar nicht so gravierend oder erachten andere gar nicht als so unattraktiv wie wir selbst. Man tendiert immer dazu, sich selber kritischer zu sehen, als andere es tun. Darüber hinaus, klar, in unserer Gesellschaft gibt es Schönheitsideale, die kommen auch nicht von ungefähr. Trotzdem haben viele Stars sich dazu entschieden, ihre Schönheitsfehler zu behalten. Zum Beispiel Will Smith mit Segelohren, Kate Hudson mit Segelohren, Cindy Crawford mit dem Muttermal hat ihr nachweislich mehr Erfolg gebracht. Jennifer Lawrence mit Schlupfliedern. Ja, ich habe auch Schlupflieder. Es ist nicht so schlimm, wie es vielleicht wirken mag auf dich, wenn du da eigene Fehler an dir erkennst. Im Gegenteil, es gibt dir sogar ein bisschen Charakter. Die Sachen, die du an dir ändern kannst, solltest du auch ändern, denn wenn du das nicht tust, dann fällt das ja ganz offensichtlich in deinen Verantwortungsbereich und ist subkommuniziert, ey, der Typ, der kümmert sich nicht um das, was er tun könnte, um einfach ein bisschen auch was selber aus sich herzumachen. So, Thema Schönheitsideale. Ja, die gibt es. Ist auch kein Zufall. Ist ja nicht, dass irgendwann mal gekommen ist und hat gesagt, oh ja, komm, das ist jetzt mal schön und das ist unschön und das so dabei bleibt es, sondern das hat sich eben entwickelt und das sind eben Punkte, die aus bestimmten Gründen eben eine größere Attraktivität beim anderen Geschlecht hervorrufen. Zum Beispiel, gutes Beispiel, in der westlichen Welt gilt braune Haut als Schönheitsideal, weil es für mehr Zeit für Urlaub steht, dass man mehr Zeit in der Sonne verbringen konnte und dadurch Wohlstand ausdrückt. In den asiatischen Kreisen gilt genau umgekehrt helle Haut als Schönheitsideal, weil braune Haut bedeutete, dass man in den Feldern viel gearbeitet hat und deswegen der Sonne ständig ausgesetzt war. Das heißt also, Schönheitsideale können sich widersprechen, je nach Kulturkreis, müssen nicht die einzige Wahrheit sein. Es ist eben nur ein Punkt, der sich entwickelt hat innerhalb verschiedener Kulturen. Das Entscheidende ist jedoch, dass du schaust, dass du an dir arbeitest. Okay, was heißt denn jetzt an meinem äußeren Arbeiten konkret für mich? Das heißt zum einen, ich sollte schauen, dass ich eine vernünftige Frisur trage. Da kannst du zu deinem Friseur gehen und dich einfach mal beraten lassen, was ist aktuell modern und vor allem, was steht mir auch. Da kannst du dich gerne auch mal ausprobieren, wenn du davon überzeugt bist, dir zum Beispiel die Haare hell zu färben und du das cool findest, dann mach es einfach, dann steh dann dazu. Dann ist auch kein Thema, wenn andere dann mal sagen, nee, finde ich nicht gut. Zweite Thema Kleidung, ein sehr spezifisches Thema. Da kommt es natürlich darauf an, was für einen Geschmack du hast. Du solltest aber wenigstens dich mal sofern damit beschäftigt haben, dass du auch für dich herausgefunden hast, welcher Stil dir gefällt. Gefällt dir eher der Urban Style, so Oversize-mäßig oder klassisch
schlank getragen oder eben schick. Das musst du für dich selber herausfinden. Du kannst auch verschiedene Styles tragen, aber dann ist es eben wichtig, dass du trotzdem ein gepflegtes und stylisches Äußeres für dich festlegst und das auch nach außen vermitteln kannst. Dann zur Pflege gehört natürlich auch Duft und einfache Körperpflege. Kein Mensch der Welt findet es attraktiv, wenn andere Leute ungepflegt sind und stinken. Klar, wenn man beim Sport war, ist andere Geschichte. Aber prinzipiell, wenn du ein Sportdate machst zum Beispiel. Aber prinzipiell, natürlich solltest du gepflegt sein und gut riechen. Gut riechen ist ein viel zu stark unterschätzter Punkt beim Thema Anziehung. Wenn eine Frau mir vorbeiläuft und sie trägt ein wirklich wohltuendes Parfüm, da bin ich immer so dankbar für, dass es einfach... Das ist einfach so ein kleiner, schöner Pluspunkt im Alltag und dann danke ich auch dafür. Und umgekehrt, wenn du selber weißt, dass du gut riechst und vielleicht sogar Komplimente dafür bekommst von Frauen, das ist einfach ein schönes Gefühl und da freut man sich ja auch, weil im Endeffekt selber riecht man sein Parfüm ja auch nicht, wenn man es häufiger trägt. Was tut man? Man trägt es für andere. Der nächste Punkt, Schuhe habe ich schon drüber gesprochen, auf jeden Fall immer sauber halten. Ansonsten kannst du auch schauen, wenn du mal bei Gelegenheiten wie Partys oder Festivals sind, bist, dass du ein, zwei Paar Schuhe bereithältst, die einfach dreckig sein können, wo du dich nicht drüber kümmern musst. Die schmeißt du dann in die Waschmaschine und fertig. Ansonsten auch immer empfehlenswert, weiße Sneaker, Halbschuhe, Boots, dass die sauber sind, dass du da ein paar da hast, die wirklich immer sauber sind, die du auch nicht großartig putzen musst, dass du da im Adrett bist, wenn du mal schnell unterwegs bist in der Stadt oder dich auch zu einem Date triffst. Ein weiterer Punkt, der vielleicht klein erscheinen mag, aber nicht unwichtig ist, sind zum Beispiel Zähne. Das erwähnen viele Leute. Auch da tu das, was du tun kannst. Zähne putzen, Zahnseide benutzen, gucken, dass du regelmäßig ausspülst. Und wenn die Zähne wirklich sehr, sehr, sehr braun sind, kannst du über eine Zahnaufhellung nachdenken. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, zum Arzt zu gehen und nicht irgendwelche Produkte aus dem Internet auszutesten. Und der zweite Punkt, auch Hände tatsächlich. Schau, dass du die Hände einfach sauber hast, dass die Fingernägel nicht zu lang sind. Einfach schneide sie dir oder falte sie dir, dass sie normal kurz sind, dass kein Dreck drunter ist, dass die einigermaßen eingecremt sind und nicht so aussehen, als ob du ständig irgendwo im Sandkasten rumspielst. Und dann werden auch Frauen merken an so kleinen Details, okay, der Typ, der ist einfach gepflegt, der schaut auf sein Äußeres und guckt nicht nur auf die großen Sachen, sondern legt eben auch Wert auf Details und das wird dir auf lange Sicht auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn du von mir mal persönlich beraten werden möchtest, okay, was passt denn zu mir, welcher Kleiderstil, was glaubst du kommt gut an, was könnte mir gefallen und du auch dich verbessern willst beim Frauen kennenlernen, dann schreib mir einfach eine WhatsApp oder ruf mich an unter der Nummer, dann können wir ein Telefonat ausmachen und ich nehme dich zu mich ins Coaching und werde dir dabei helfen, ein besserer Mann zu werden, wenn es darum geht, Frauen kennenzulernen, glücklicher dabei zu werden und vor allem Spaß dabei zu haben. Was sind deine Punkte beim Thema Äußeres? Was findest du noch wichtig? Was findest du unwichtig? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Abonnier gerne den Kanal, lass ein Like da und nicht vergessen, immer up to date bleiben.